Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ein weiterer Schiffsguide. Und zwar geht es heute um die Anvil Aerospace Gladiator. Sie ist der Strike Fighter oder leichte taktische Bomber des UEEs. Gegen Großkampfschiffe und Strukturen geeignet. Angeblich von der Polaris bis hin, sage ich jetzt mal, zur Bengal. Sie ist quasi für den Nahkampf gegen Großkampfschiffe gebaut und soll unter der feindlichen Verteidigung hindurchtauchen können und genau da Schaden anrichten, wo die feindliche Flugabwehr halt eben nicht mehr wirkt. Oder so schnell zuschlagen, dass die keine Zeit mehr haben zu reagieren. Inspiriert wurde das ganze Konzept tatsächlich von den Torpedobombern oder Sturzkampfbombern des Zweiten Weltkriegs. Vorbild war hier wohl die Dauntless und die Avenger für die Designer. Das ganze Schiff ist geplant gewesen oder wurde ursprünglich initiiert für Squadron 42. Dort sollte es dann in den Staffeln dienen, als auch von den Trägerschiffen starten. Die Rolle des Schiffes ist ganz klar ein taktischer Bomber und hat ihr Einsatzgebiet sowohl im Space-to-Ground als auch im Space-to-Space-Combat. Also ganz klar Angriffe auf gegnerische Großkampfschiffe oder tatsächlich sogar Planetenbombardements. Das könnte ziemlich unangenehm werden, gerade wenn man unten dann zu fünf durch den Dschungel hottet und plötzlich feststellt, man wird mit Napalm bombardiert. Das ist jetzt auch mit dem prozeduralen Rendering tatsächlich vorstellbar. Das Schiff ist 22 Meter lang, wiegt 26 Tonnen im Leergewicht und ist zweisitzig. Sie wird robust sein, dadurch halt wirklich ausdauernd agieren können und sie verfügt über redundante Systeme, falls Sachen im Cockpit ausfallen. Dementsprechend soll sie auf jeden Fall ihre Mission auch zu Ende bringen können. Sie tauscht ihre Wendigkeit und Geschwindigkeit gegen die Möglichkeit ein, umrüstbar zu sein. Der Punkt dabei ist, dass sie sich ähnlich wie ein Jäger steuert, aber dabei doch wesentlich schwerfälliger daherkommt und da demnach auch reinrassigen Fightern natürlich in der Wendigkeit und im direkten Dogfight auch unterlegen sein wird. Und zum Schutz hat sie dafür einen Abwehrturm dabei, der mit Primärwaffen bestückt ist, eher kleinen Waffen, aber der soll einem die Jäger vom Hals halten. Dieser Turm kann auch vom Piloten selbst gesteuert werden, was es halt vielseitiger macht. Unter den Flügeln haben wir auch nochmal mittlere Laser, das heißt zwei Stück. Und da kommen wir natürlich jetzt zum Hauptpunkt. Das Schiff trägt natürlich sehr, sehr kapitale Raketen der Größe 5, genannt Stalker 5. Vier Stück davon. Unter den Flügeln haben wir nochmal zusätzlich Raketenracks verbaut. Des Weiteren sind auch Unterstützungsrollen für dieses Schiff denkbar, sozusagen halt Aufklärungsmissionen oder Kommandokommunikationsweiterleitung oder halt auch Feldversorgung durch halt eben Versorgungsruns, wo halt Versorgung aus der Bombing Bay, die dann natürlich nicht mit Bomben bestückt ist, abgeworfen werden können, zum Beispiel halt so für planetare Kräfte, die dann halt eben wieder aufmunitioniert werden können oder ähnliches. Das geht sogar so weit, dass laut Broschüre oder laut Einführung des Schiffs die Bombing Bay erstmal nur optional ist und man stattdessen quasi die Frachtfunktion des Schiffes nennen kann oder nutzen kann. Wir können aber an dem Punkt wirklich sagen, so die SCU-Menge wird sogar als Null ausgewiesen. Also wir können davon ausgehen, dass diese Frachtrolle wirklich, wirklich untergeordnet ist und wirklich nur einem Zweck dient, um Leute zu versorgen. Darüber hinaus kann der Turm auch mit einem Traktorstrahl ausgerüstet werden, was halt auch die multifunktionale Ausrichtung dieses Schiffes dahingehend auch nochmal unterstreicht. Allerdings seid gewahr, halt so diese ganzen Rollen, die sich darüber hinaus über den Bomber ergeben, sind ganz klar im militärischen oder Kampfbereich angesiedelt und ein ziviler Zweck ist bisher halt eben nicht erkennbar. Also man wird das Schiff bestimmt nicht für den kommerziellen Transport nutzen können und auch nicht zum Minen. Es wird auch kein Einstiegsschiff sein, kein Allrounder, das ebenfalls nicht. Sie hat kein Bett, keine Speichermöglichkeit, dementsprechend für einen Spieler, der sich nur ein einziges Schiff gönnen möchte, um damit dann alles zu tun, schlechte Idee, weil du wirst halt eben nicht speichern können. Fazit, auf jeden Fall ein Schiff im Fighter-Maßstab. Es ist agil, im gewissen Sinne, gegenüber jetzt, sag ich mal, größeren Schiffen, aber es ist Überlegenheitsjägern klar unterlegen. Es braucht eine Eskorte und der zivile Einsatzzweck ist auf jeden Fall fraglich, gerade wenn man sich halt die Kosteneffizienz überlegt. Dementsprechend ist sie ein ganz klares Militärschiff und sie schließt schon eine Lücke hatte zwischen einem Überlegenheitsjäger oder Jäger im Allgemeinen und größeren Schiffen wie einer Cutlass, einer Freelancer oder einer Constellation. Das ist halt quasi der Slot, wo man sich hinstecken würde. Des Weiteren ist es halt eben auch so, dass wir bisher halt im PU und im Marina Commander noch keine sinnvollen Einsatzgebiete für dieses Schiff sehen, da die Mechaniken, die dieses Schiff halt später dann halt wirklich erfüllen soll, bisher noch nicht vorhanden sind. Sei es halt eben jetzt halt eben Rio-Aufgaben oder halt Kommunikation weiterleiten oder halt eben auch Großkampfschiffe angreifen, die es halt eben bisher im PU und im Marina Commander nicht gibt.
die fehlen absolut noch. Ich denke, da wird sie auch eine Nische finden, dann für Orgas oder für Staffeln, die auf komplexeren Strukturen aufbauen. Aber wie gesagt, es ist kein Einstiegsschiff. Genau. So, liebe Freunde, das war es von uns mit diesem Schiffsguide zur Anvil Aerospace Gladiator. Liked und disliked diese Episode wie immer, wenn sie euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet. Oder quatscht mit uns über Star Citizen. Stellt Fragen, wie ihr auch immer gerne möchtet. Vor allen Dingen aber bitte abonniert diesen Kanal. Das bringt uns ganz persönlich weiter und freut uns sehr. Und wenn ihr uns persönlich als YouTube-Creator unterstützen wollt, schaut mal auf Patreon vorbei, wenn ihr mögt. Darüber hinaus sagen wir wie immer bis zum nächsten Mal und see you on the flight deck!